Ja, hallo, meine lieben Geschwister, Freunde, Feinde und die, die noch am Überlegen sind. Ihr habt ihr gesehen, was in Frankreich passiert ist mit der Kathedrale Notre-Dame? Ja, schon krass, oder? Und ich hasse den Islam. Ich hasse den Islam. Hasse ich den Islam? Wer den Islam nicht hasst, ja, also ich sag mal so, die Ideologie von Hitler, ja, die Ideologie von Hitler, wer die nicht hasst, ja, das ist ja das Böse überhaupt, wer das nicht hasst, was Hitler da gemacht hat, ja, ich heiße, was soll man sagen, ja, ich heiße es nicht gut, was er da gemacht hat, ja, ich finde es nicht gut, was er da gemacht hat, das hätte nicht sein sollen, das hätte nicht sein sollen, das sind Heuchler, ja. Du musst schon ganz klar sagen, dass du das hast. Das sagt ganz klar aus, dass du gegen sowas bist. Es hätte nicht sein müssen. Da gibt es Leute, die sagen, es hätte nicht sein müssen. Wisst ihr, was das heißt? Das hätte nicht sein müssen. Ja, ist halt passiert. Ja, genau das heißt das. So. Liebe Tufik, ich weiß, dass du dieses Video siehst. Ganz kurzes Video noch zu dir. Ich habe gehört, dass dein Bruder ein Messer in den Kopf bekommen hat. Ich wünsche ihm große Genesung. Liebe Geschwister, bitte betet für seinen Bruder. Der hat ein Messer in den Kopf bekommen. Und so Sachen passieren ganz schnell, Tuvik, ja. Und man muss aufpassen heute, mit wem man sich abgibt, mit wem nicht. Ja, der Bruder hat eine wunderschöne Frau und Kinder. Der soll in der Familie bleiben, ja, in dem kleinen Kreis der Familie und aufpassen, wo er hingeht in Zukunft. Ja, ich bin froh, dass er lebend da rausgekommen ist und keine falschen Schritte machen, wie ich gesagt habe. Falsche Schritte, wer falsche Schritte macht, muss für seine Schritte gerade stehen, ja, lieber Tufik. Und Gott sei Dank hat er das überlebt. Ja, und wenn ihr irgendwas braucht, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr wollt, dass ich mit den Leuten rede oder ich nach Deutschland kommen soll, sagt einfach Bescheid, dass dann wieder Ruhe ist, ja? Also gut. Aber entschuldige dich trotzdem, lieber Tariq, ja? Entschuldige dich, du hast übertrieben, okay? Du bist paranoid, du bist paranoid geworden. Du beleidigst jeden, du greifst jeden an. Was ist mit dir passiert, Mann? Jeder ist auf einmal dein Feind. Ja? Bevor ich nach Spanien gegangen bin, habe ich das gesehen. Du hast über jeden schlecht geredet. Ja, du hast zu mir gesagt, komm, lass zur Polizei gehen und alle Dealer. Ja? Guck mal, ich hätte dich so vernichten können, Puffig. Ja? Wenn ich dich gehasst hätte, dich nie geleitet. Das hat ja auch mit dem Thema hier zu tun, hasse ich den Islam. Ja, damit ihr seht, was der Islam mit Menschen macht. Ja, wenn sogar paranoid. Ja, hat ja auch damit zu tun. Ich hasse den Islam. Da können wir ihn ja hier als Beispiel nehmen. Ja, guck mal, du bist zu mir gekommen. Ich habe dich als Mensch nicht gehasst. Hätte ich dich als Mensch gehasst, ja, hätte ich dich total vernichten können. Ja, wir waren bei den türkischen Zigeunern zu Hause, wenn du dich erinnern kannst. Und dann sind wir, ja, nach Hause gelaufen, du und ich, spät nachts irgendwann. Ja, und war das schon 15 Jahre her? Oder wann war das? Und dann hast du zu mir gesagt, komm, lass alle Dealer und Tim und mir hier bei der Polizei verraten, dann übernehmen wir das Geschäft. Weißt du, warum ich das niemandem erzählt habe, Tofik? Weil ich nicht wollte, dass dir was passiert. Hätte ich dich nie leiden können, wäre das für mich das Halleluja gewesen, dich vernichten zu können. Ich habe es nicht getan. Warum? Weil du Kinder hattest. Weil ich dich nicht gehasst habe. Ja? Weil du Kinder hast. Weil du einen Bruder hast. Ja? Weil du eine Familie hast. Ja? Weil du mein Freund warst. Und du sagst, ich habe dich nie leiden können. Du bist total paranoid. Du bist paranoid. Lass dich bitte untersuchen. Ja? Und wach mal auf. Wach mal bitte auf. Deswegen heißt es bei mir Dr. Wake Up. Ja? Da hat mir irgendeiner deiner Mongos hat mir geschrieben, guck mal, der nennt sich Doktor, das zeugt von
Das zeugt von Minderwertigkeitskomplexen. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich nenne mich Doktor, ja, weil es sogar eher hochmütig, ich bin kein hochmütiger Mensch, ja, und kein arroganter Mensch, aber das wäre eher hochmütig und arrogant. Da siehst du mal, ja, wenn ich sage, dass ein Mensch dumm ist, ja, dann ist er dumm. Ich nenne mich Doktor, ich nehme mir heraus zu glauben, dass ich andere Menschen heilen kann, weil ich sage, Doktor, wake up, ja. Ich wecke die Leute mit meinen Aussagen auf. Und viele haben mir schon geschrieben, dass ihr Weg im Leben besser geworden ist durch mich. Ja? Haben mir schon viele Menschen geschrieben. Ich mache das seit über 10 Jahren. Ja? Ich hab Menschen gebracht, dass sie sich getauft haben, zum Christentum gebracht haben. Menschen von Atheismus zum Christentum gebracht haben. Ja? Und darum nenne ich mich Dr. Wake-up, weil ich weiß, dass ich in der Lage bin, jemanden seine Ideologie, seine Logik, ja, egal was, seine falschen Gardinen, die falsche Brille, die er aufgesetzt hat, ja, Indoktrinierung, ja, seine Gehirnwäsche entfernen zu können. Ja, ich kann das, obwohl ich nicht mal studiert habe, kann ich das besser als ein Psychologe. Ich schaffe das in einem Tag, jemanden, ja, für immer zum Schweigen zu bringen. Ja, wenn er eine falsche Ideologie verteidigt und voranbringen will, ja, indem ich nämlich ganz klar sage, ja, du bist geistig behindert, wenn du glaubst, ja, das ist 72 Jungfrauen. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, dieses Respekt und dieses Achten, ja, und den Menschen nicht ganz klar zu sagen, Pam, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Spaghetti Monster glauben würde, ja, an Spaghetti Monster Buch. Ja? Und der Gott da drinnen ist ein Spaghetti-Monster. Ja? Würdest du mir das auch nur ganz klar machen können, wenn du sagen würdest, du bist doch geistig behindert? Ja? Dann würde ich wach werden. Aber nicht, wenn du sagst, ja, aber guck mal, hast du den Spaghetti-Monster überhaupt mal gesehen? Wer sind denn die Zeugen? Wer hat denn das Buch verfasst von den Spaghetti-Monster? Ja? Verstehst du so dieses Drumherum-Geschwuchtel? Ja? Und darum nenne ich mich Dr. Wake Up. Nicht, weil ich Minderwertigkeitskomplex habe, sondern im Gegenteil. Weil ich meine, auch wenn ich nicht sprachbegabteste Talent bin, ja, weiß ich trotzdem meine Fähigkeiten und dass ich in der Lage bin, ja, Menschen zu heilen sogar. Ja? Denn ich habe Jesus Christus. Ja? Es gibt Menschen, die sich komplett ablehnen. Wir haben den breiten Weg und den schmalen Weg. Und das sagt dir Jesus ganz klar. Das sagt dir Jesus ganz klar, dass wir den breiten Weg haben und den schmalen Weg, ja. Und Satan wird zum Gott dieser Welt, hat er gesagt. Das heißt, hier sagt Jesus uns ganz klar, ihr könnt selbst mit mir kommen. Sie haben Satan als Gott erwählt. Selbst wenn ihr meinen Namen ruft. Das sagt uns hier Jesus ganz klar, liebe Leute. Ja? Sie wollen das Böse. Sie wollen das Böse. Ja? Jesus ist ihnen langweilig. Ja? Ja, es gibt Menschen, denen ist Jesus langweilig. Es gibt Menschen, die wünschen sich Tor als Gott. Die glauben sogar heute noch an Tor. Es gibt Menschen, die heute noch an Tor glauben. In Griechenland gibt es noch Leute, die an Zeus heute noch glauben. Es gibt heute noch, ich habe selbst einen Griechen kennengelernt, der heute noch an Zeus glaubt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? So. Es gibt Menschen, die sind kriegerisch eingestellt. Und dann suchen sie sich natürlich einen kriegerischen Gott. Darum sind so viele. Nehmen so viele Allah an, weil er ihnen das bietet, was ihre geistlichen Wünsche sind. Habt ihr das verstanden? Seht ihr? Ja, Dr. Wake Up, wie einfach ich das erklären kann. Darum nenne ich mich Dr. Wake Up, weil ich Sachen einfach erklären kann. Menschen fragen sich Jahrzehnte, ja, fragen sich, wie kann das sein? Wie kann das sein? Mit einem Satz kann ich das erklären. Darum nenne ich mich Dr. Wake Up, ja. Nicht, weil ich Minderwertigkeitskomplexe habe, im Gegenteil, ja. Weil ich über 24 Zentimeter habe. Spaß, kleiner Spaß. Ja? So, kleiner Scherz, Leute, kommt schon. So. Kommt drauf an, Tufik. Ne? Ich weiß nicht, oder bist du sauer, dass ich habe ja Sachen gehört, dass ihr immer so als Jugendliche in den Mülltonnen wart, ja? Und da wunderschöne Sachen gemacht haben, wo man danach auch blutet. Also im Himmel, im Allah-Himmel gibt es 300 Jugendliche, man kriegt 300 Jugendliche als schlechtester Moslem, wenn du es schaffst in den Himmel. Ja, du kriegst 300 Jugendliche, die nicht bluten. Ja, ich sage das gerne nochmal, die in den Popo gefickt werden, ja, und dabei nicht bluten. Ja, so, das gibt es im Allah-Himmel.
Hast du da, das hast du nicht gewusst, das hat dir kein Imam erzählt, ne? Das hast du nicht im Koran und in den Hadithen gelesen, ne? Du glaubst einfach, was dir deine Eltern gesagt haben, oder die Moslems glauben einfach, was denen die Eltern ihr gesagt haben, was der Imam denen erzählt, diese 4, 5 Mal, die sie in der Moschee waren, und dann gehen sie eh nicht mehr, und das reicht denen, ja? Aber die Imam und eure Eltern erzählen, ich sage das jetzt nicht, weil sie sich euch verheimlichen, eure Eltern, die eure Eltern wissen es ja selber nicht, weil die Imam es denen verheimlichen. Ja? Solche Sachen weißt du nicht. Und du erwartest von mir, dass ich sowas respektiere. Ja? Nein, mein Freund. Ja? Wegen sowas, ich sag's gerne nochmal, wie schon mal in einem Video von einem halben Jahr. Wenn Gott, wenn es diesen echten Gott, nehmen wir an, der echte Gott würde jetzt auftauchen, dass ihn jeder sehen kann. Ja? Und sagt, ich zeige euch mich jetzt. Ja? Gott, vergib mir. Ich zeige euch jetzt mal mich. Ja? Noch ein allerletztes Mal. Und jetzt, wer mich hier nicht annimmt, alle, die mich an mich glauben, dürft ihr die mich nicht annimmt, töten. Und wir haben ihn gesehen. Und wenn Gott das dann wirklich sagt, dann würde ich das ja noch verstehen. Weil wir sehen es ja, und er sagt selbst. Aber im Buch, im Koran steht, tötet die Ungläubigen, ja, haut ihn, schlagt ihn auf den Hinterkopf, die in echten, das ist die Übersetzung, die Übersetzung international und so weiter. Ja, die neumodischen Übersetzungen. Aber im originalen Koran, was heißt im originalen? Im Koran steht, ja, schlagt ihn den Kopf ab. Man hat es übersetzt, schlagt ihn auf den Hinterkopf. In Wirklichkeit heißt es, schlagt ihn den Hinterkopf, ja, schlagt ihn die Hände und Füße wechselseitig ab, ja, und kreuzigt sie. Ja, also ich soll wegen sowas, also ich soll an so einen Gott glauben, der dir dann, wenn du das machst, mit den Ungläubigen dir verspricht, 300 Jugendliche, die nicht bluten, wenn du denen in den Arsch fix bekommst, 72 Jungfrauen bekommst. Siehst du, ein Satz, Schachmatt. Ja, kurzer Prozess. Gibt's nichts, ja, aber guck mal, und hippie durch die Blume reden. Gibt's nichts, da sterben Menschen, ja? Da sterben Menschen da draußen, ja? So, hast du den Islam? Ja, was war jetzt hier mit dem Dom oder die Kathedrale, die verbrannt worden ist? Ja? Habt ihr gesehen, die Muslime weltweit, die Muslime weltweit haben sich kaputt gelacht, dass die Kirche verbrannt worden ist? Kirche, Dom, Kathedrale. Haben sich kaputt gelacht in Facebook, in Twitter, in YouTube, überall. Haben sich gefreut und kaputt gelacht. Ja? Weil ihr uns hasst. Ihr hasst uns, wir dürfen euch nicht hassen. Bist du geistig behindert oder was? Sag mal, bist du blöd oder was? Also, was heißt euch? Ja? Ihr hasst uns. Ihr hasst uns Menschen und unsere Ideologie. Wir hassen nur eure Ideologie. Verstehst du den Unterschied, mein Freund? Wir hassen euch Menschen nicht. Im Gegenteil. Wir wollen euch sogar aufwecken. Ja? Warum? Nicht, weil wir euch beleidigen wollen, sondern weil wir euch lieben. Ja, wir machen das, damit ihr ja eure Eindoktrinierung von den Islam, eure Gehirnwäsche wegbekommt. Ja, wir versuchen es euch runterzunehmen, Dr. Wake Up, und dann wieder je und dann Jesus einzupflanzen. Ja, dass ihr in den echten Himmel kommt, weil wir eure Seelen retten wollen. Wir machen das aus Liebe. Wir machen das nicht, weil wir euch hassen. Wir hassen den Islam. Ja, ganz klar, weil wer den Islam nicht hasst und das nicht ganz klar ausspricht, ist, sagt, der sagt, ah ja, da toleriere ich das halt mal. Ja, das gibt es nicht zu tolerieren. Mein lieber Freund, in Deutschland wird jetzt die AfD gewinnen. Ja, und jetzt musst du wirklich aufpassen auf deine Aussagen, weil jetzt kann jeder, wenn du nicht aufpasst, jeder Moslem muss jetzt aufpassen auf seine Aussagen. Ja, und was er überhaupt sagt, weil wenn die AfD jetzt gewinnt, ja, dann kann es passieren, dass wenn man deine Aussagen und was du so alles machst, ja, vorbringt, ja, und wenn man dann feststellt, dass du radikalen Islam verteidigst, ja, abgeschoben wirst, wenn die AfD gewinnt, ja. Also, ne? Wie wir es ja gerade hier in Polen, Entschuldigung, in Österreich sehen, ja. In Polen darf nun nicht mehr Moslem rein, ja. In Moslem dürfen po Moslems. Also, ja, ganz wenige nur rein, gibt keine Terroranschläge. In Deutschland gibt es Terroranschläge, in Europa, überall gibt es Terroranschläge, wo man Moslems so viele reinlässt. Hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja? Nicht jeder Moslem ist ein Terrorist. Ja? Nicht jeder Moslem ist ein Terrorist. Aber fast jeder terroristische Anschlag, zu 99% der terroristischen Anschläge sind von Muslimen ausgeführt worden. Hat nichts mit dem Islam zu tun. Und darum heiße ich Dr. Wicker. Ja? Weil ich ganz klar, auch das habe ich zum Beispiel auch mal von einem anderen gelernt, das ist nicht meine eigene Logik, ja.
mit einem Satz, ja, durch Bildung und eigene Logik, ja, und Bildung anderer, Wissen anderer, Eigenwissen, ja, Menschen schachmatt setze. Ja, so. Hast du den Islam? Ja, Leute, der Islam hat, also man sagt, 270 Millionen Menschen getötet. Man versucht, das so niedrig wie möglich diese Zahl zu halten, damit das nicht so krass, so brutal rüberkommt. Aber hochgeschätzt sind das bis 700 Millionen. Fast 1 Milliarde Menschen. Ja? Nur die Pest war schlimmer. Nur die Pest war schlimmer. Die Pest, ja? Leute, man sagt euch, die Pest hat 2 Drittel der europäischen Menschen damals wohl ausgerottet. Antibiotika, Penicillin war noch nicht erfunden. Ja? Und die Pest hat 2 Drittel der europäischen Völker ausgerottet. Ja? Und wenn wenig, umso weniger Menschen da sind, umso mehr Arbeit gibt es, umso mehr Frucht, Nahrung, Tiere, ja, und alles Mögliche gibt es für die Menschen wieder. Und dann explodiert das alles wieder. Also die Deutschen könnten jetzt um die Hälfte sterben, die Spanier, die Italiener. Die, egal was, alle von Europa, die Hälfte sterben, ja, nochmal in der europäischen Pest sind 2 Drittel der Menschen gestorben. 2 Drittel, 75% der Menschen sind gestorben, ja. Das müsst ihr euch mal reinhauen, ja. Also, ja, 75%, oder? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sind gestorben in der europäischen Pest. Könnt ihr euch das reinhauen? Nur das war schlimmer als der Islam, sonst nichts. Gibt nichts Schlimmeres. Dann kommt der Islam. Ja? Nichts auf der Welt hat so viele Menschen getötet wie der Islam. Der Kommunismus nicht, ja, die Nazis nicht, ja, der chinesische Kommunismus, der russische Kommunismus und so weiter, ja, der südamerikanische Kommunismus, die Revolutionen, alles zusammen, rechne, wenn du alles zusammen rechnest, alles zusammen, kommt es nicht, ja, kommt es nicht an den Islam ran. Ja? Das muss, und Leute, okay? Hasse ich den Islam? Ihr alle müsst den Islam hassen. Der Islam. Gestern hat jemand in Facebook geschrieben, es ist der Krebs, es ist ein Krebs für die Menschheit. Ja? Es ist ein Krebs für die Welt, hat jemand gestern in Facebook geschrieben. Versteht ihr? Und er sagt das hier ganz klar. Er sagt das ganz klar aus. Und immer mehr Menschen tun das immer mehr. Jeden Tag gewinnen wir 100.000 Menschen, lieber Tufik und liebe Muslime. Jeden Tag gewinnen wir 100.000 Menschen, ja, strenger werde, direkter werde, die Sachen so aussagen, wie es ist. Jeden Tag 100.000 weltweit, mindestens. Ja, so viel Muslims werdet ihr gar nicht. Und Muslime werden immer weniger, immer weniger, immer weniger. Ja, ihr denkt, ihr werdet mehr, ihr denkt, ihr werdet mehr, aber das ist ja nur das Geburtsrecht des Moslems. Ja, jemand, den sein Eltern, der Vater, jemand, dessen Vater, mindestens der Vater Moslem war. Der Sohn ist automatisch oder die Tochter automatisch Moslem. Obwohl er gar nicht an Allah glaubt, kommt er in die Statistik rein, dass er Moslem ist. Er darf natürlich nicht sagen, ich glaube gar nicht an Allah, weil da wissen wir, was ihm passiert. Ja. Apostaten heißt es, glaube ich, oder? Wie heißen die? Abtrünnige dürfen dann getötet werden. Natürlich schweigen dann die Muslime und zählen dann weiterhin als Muslime. Ihr seid eine pseudo-wachsende Religion. Ja? Kult, Sekte. Ja, ihr seid die kleinste Religion, die kleinste, denn wie Christian Pünz es gesagt hat, die Menschen, und ich auch das schon gesagt habe, vor Monaten schon, der hat das jetzt vor 2, 3 Tagen gesagt, und ich sage das schon seit Jahren, sage ich das schon, ein echter Moslem ist der, der die Scharia annimmt, ja, und sie ausführt, laut Mohammed, ja, Mohammed, wer sind die besten Muslime, nochmal, ja, man fragt den Mohammed, wer sind die besten Muslime, die Ungläubigen an Ketten hierher schleifen, ja, und das heißt, sie werden an Ketten hergeschliffen, die Ungläubigen. Dann fragt man sie, ja, willst du Moslem werden? Nein, bist du Jude oder Christ? Denn nur die Leute der Schrift dürfen die Schisja bezahlen. Die Atheisten, die armen Kerle, ihr seid sofort tot. Ja? Wie Christen und Juden, die Leute der Schrift dürfen noch die Schisja, die Schutzsteuer bezahlen, ja, bei dem Mafiaverein. Ja? Und wenn wir die Schutzsteuer zahlen können, dürfen wir noch weiterleben. Wenn wir die Schutzsteuer nicht zahlen wollen oder nicht können, ja, gibt man uns, glaube ich, 3 Tage Zeit oder sowas, ja. Und man kann uns aber auch gleich sofort den Kopf abschlagen. Das ist deine Religion. Und wenn du verteidigst das, du hast das verteidigt, du hast mich Hurensohn genannt, weil ich den Islam hasse, ja.
Das heißt, dass du den radikalen Islam kennst und ihn verteidigst. Ja? Und da du mich Hurensohn genannt hast, bist du ein Radikaler. Und wenn die AfD gewinnt, ja, wenn die AfD gewinnt, würde ich mich mal ganz schnell entschuldigen. Ja, wie gesagt, ja, ich habe dir eine Woche Zeit gegeben. Die Tage vergehen ganz schnell. Und wenn ich was sage, dann halte ich das auch ein. Ja? Okay? Und schreib mir nicht solche Sachen wie deine Frau, ja? Deine Frau, Tofik, deine Frau, du hast deine Frau nur zu Hause eingelassen. Jetzt darf sie raus. Ja, das war es mal mit der in Urlaub, habe ich gesehen. Ja, weil sie auch drei Kinder hat. Ja, jetzt hast du jetzt deine, du bist ein Paranoid, du bist totaler Paranoid. Du hast deine Frau nie rausgelassen. Wir haben deine Frau nie gesehen. Die war nur zu Hause. Du hast sie eingesperrt zu Hause, haben die Leute erzählt. Die Leute haben erzählt, du hast sie zu Hause eingesperrt. Du kommst in die Tür rein und machst die Tür mit einem Schlüssel, also nicht normal auf, sondern wirklich aufschließen. Ja. Du hast die Tür wirklich aufgeschlossen, ja, haben mir die Leute erzählt. Ja? Und bevor du denkst, das war SED oder Angelo, nein, das war nicht SED oder Angelo. Ja? Die haben mir das nicht erzählt. Ja? SED und Angelo waren immer ruhig, sind immer ganz ruhige Kerle. Angelo war damals sowieso noch ein kleines Kind. Der war ja, der war ja damals 14. Ja? Was habe ich ihm gesagt? Hallo und tschüss. Ja, und mal ein bisschen Fußball gespielt. Also Angelo hat mir überhaupt kein Wort erzählt. Ja? Er war ein kleines Kind damals. Und SED sowieso nicht mit SED. SED war ja viel arbeiten, kam immer so nachts zurück. Ja, und wir waren gar nicht. Er hatte seine Gruppe. Ich war halt eine ganz. Ich war damals immer mit Freundinnen. Freunde hatten nur Freundinnen gehabt und war auch nie da. Ja? Wir waren ja auch eine ganz andere Generation damals. Ja? Jetzt ist es was anderes, sind wir beide Männer, aber damals in den Jugendalter oder in den, wo man früh Mann ist, da machen 2, 3 Jahre ja schon was aus oder 4 Jahre machen ja schon was aus. Ne? Da ist ein 20-Jähriger nicht mit einem 16-Jährigen zusammen. Ja, später dann ja, weil dann 24 und 20 was anderes ist wie 8 und 28 wie mit 24. Ja? Also hat mir überhaupt gar nichts erzählt. SED war sowieso immer der ruhigste überhaupt. Der ruhigste überhaupt. Der hat nie gelästert und Angelo sowieso nicht. Ja? Nie, die haben nie gelästert. Dass du nicht denkst, so, gut, egal. Entschuldigung, dass ich die Namen genannt habe, aber das ist ja mir sehr wichtig, dass die nicht, ja, als hier Babbler, ja, als lose Zungen dargestellt werden. Du hast, ja, wie gesagt, genug Nachbarn da, die mir Sachen erzählt haben und die ich selbst gehört habe bis in die Pizzeria, ja, wie man den Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Du hast deine Frau, ja, eingesperrt, haben die mir erzählt. Du hast die Tür nicht nur aufgeschlossen, einmal so zack, einmal so, ne, so, einmal so tschick, sondern wirklich aufgeschlossen. Das heißt, dass du sie eingesperrt hast. Haben mir die Leute erzählt, ja? Du bist totaler Paranoid. Wir haben deine Frau nie gesehen und jetzt soll mir angeblich deine Frau schreiben. Du siehst du mal, wie du denkst. Du denkst, ich bin blöd, denn du hast deine Frau von Marokko geholt. Du hast mich mal gefragt, Angel, warum bist du immer noch nicht verheiratet? Vor deiner Haustür. Ja, ich werde das nie vergessen. Und habe ich noch zu dir gesagt, ja, wen soll ich denn heiraten? Soll ich eine deiner Schwestern heiraten? Ja, weil ich damals so viel Unglück mit Frauen hatte. Ja, du weißt ja, wie ich das gemeint habe. Es war keine Beleidigung. Eine Marokkanerin, die treu ist. Ja, die, ja, so habe ich das gemeint. Soll ich deine Schwester heiraten? Ja, oder eine Marokkanerin heiraten? Bring mir eine von Marokko, habe ich dir gesagt. So aus Spaß. Ja, weil ich da, wo wir gelebt haben, ja, gab es ja nur Schlampen. Entschuldigung. Ja, das waren ja alles nur Nutten. Entschuldigung. Ja, zu 99%. Ja. Selbst die netteste von allen, du weißt, wen ich meine, die mit N anfängt, ja, hat jeder von uns durchgehabt. Ja. Und ich war mit der zusammen. Ich habe sie ja damals entjungfert, ne? Ich habe sie ja entjungfert, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich gehe doch nicht auf eine Dorfmatratze drauf. Ich war der Erste. Ja? Und dann wollte sie mit dem Kiffen nicht aufhören. Ich habe ihr tausendmal gesagt, sie soll aufhören mit dem Kiffen. Ja, es kann nicht sein, dass ich als Mann nicht kiffe und die als Frau kifft. Ich will nicht so eine Freundin haben. Und die wollten nicht aufhören, wollten nicht aufhören. Und so oft mit Beke, der gestorben ist, haben wir mit ihr geredet, im Auto sind rumgefahren, haben sie versucht, auf einen geraden Weg zu bekommen. Nein. Ja, dann kam sie an Türken dran. Der Türke hat sie den ganzen Tag nur kaputt gehauen. Jeden Tag hatte sie nur kaputt gehauen. Jeden Tag nur kaputt gehauen. Ja, und dann hat er von mir Sindlingverbot bekommen und musste sogar nach Höchst umziehen. Frag ihn mal, was er dir sagt. Er sagt dasselbe. Ja, wenn die Leute sagen, warum bist du nach Höchst abgehauen, umgezogen, sagt er, ja, der Angel hat mir Sindlingverbot gegeben. Sagt er selber. Ja? Also,
Und dann schreibst du mich an, seht ihr, wie Muslime lügen, seht ihr, wie Muslime lügen. Das ist, was ich meine. Muslime lügen, ja? Und tut mir leid. Alle meine Freunde, muslimischen Freunde, seid mir bitte nicht böse, ja? Ich will euch nur aufwecken, dass die Ideologie euch so funktioniert, ja? Ihr seid wie ein Computer mit einer falschen Software. Diese Software, ja? Oder ihr seid wie ein Roboter mit der falschen Software drin, lässt euch falsche Sachen tun. Versteht ihr? Ich will euch gar nicht kritisieren oder verletzen. Ich will euch, Dr. Wake Up, ja, klar machen, dass ihr eine falsche Software im Kopf habt, ja. Und irgendjemand schreibt mir da, ja, von wegen, das ist deine Frau, weil es kann gar nicht deine Frau sein, weil es war perfekt Deutsch geschrieben, ja. Und wahrscheinlich warst nicht mal du das, ja, weil ich sogar zweifle, ich kann auch nicht perfekt Deutsch schreiben, ja. Aber ich zweifle mal an, dass du das selbst war, dass sogar, dass dir irgendjemand geholfen hat oder jemand beauftragt hast, das zu schreiben, weil das war ein neuer Account, ja, null Abonnenten, nichts, komplett neu, keine Videos, keine Likes, keine gar nichts, ja. Und du denkst, ich bin ein Idiot. Das ist, was ich meine. Ihr Muslime denkt, dass wir Christen dumm sind. Wir tun mit einem Satz euch schon analysieren und wissen, wer ihr seid. Wir schweigen nur. Und ihr glaubt, wir sind dumm und denkt, ihr könnt uns verarschen. Doch in Wirklichkeit sage ich das ganz ehrlich. Sei mir nicht böse. Ja. Hör auf, als Esel einem Pferd zu erzählen, dass der Pferd ein Esel ist, obwohl du der Esel bist. Ja? So. Warum hasse ich den Islam? Ihr lügt, ihr täuscht, ihr betrügt. Ja? Angeblich hat mir deine Frau geschrieben. Deine Frau, du hättest deine Frau niemals erlaubt, mir zu schreiben als Muslima. Mir einen Christen zu schreiben, das darf sie gar nicht laut Islam. Laut Islam darf sie mich gar nicht anschreiben. Du darfst gar nicht, ja, den Markus ist dein Freund, ja. Laut Islam darfst du gar nicht den Markus als Freund haben, mich auch nicht, ja. Der Koran sagt, nimmt die Ungläubigen nicht als Freunde, ja, mischt euch nicht unter sie, ja, und so weiter. Ja, so zählt ihr als Abtrünnige, ja. Du willst ja echter Moslem sein, dann kündige mir bitte die Freundschaft mit allen, die keine Moslems sind. Sonst bist du kein echter Moslem. Sonst bist du kein Moslem. Ja? Kündige bitte die Freundschaft von allen. Ja, ich bin jetzt dein Imam. Ab jetzt bin ich dein Imam und werde dir mehrere Videos machen und dich zum richtigen Moslem ausbilden. Ja? Tufik. Ab jetzt, du willst richtiger Moslem sein? Ja? Ich mach dich zum richtigen Moslem, Alter. Weißt du, korrekt. Mach korrekt krass. Aber ist es schon kaputt? Schon verloren? Muss warten, nächste Mal schicke ich dich auch zurück. Zurückschicken? Mach ISIS-Kampf, okay? Richtige Muslim, weißt du, wie deine Prophet. Ja? Willst du das? Das ist, was du willst. Das, was du verteidigst, dann hast du ein dickes Problem, mein Freund. Dann hast du ein ganz dickes Problem, wenn du hier in Europa lebst und die Scharia verteidigst. Hast du das kapiert, mein Freund? Und jeder von euch, ja? Die Scharia sagt, tötet die Ungläubigen. Das ist Gesetz Mohammeds. Habt ihr das verstanden? Ja? Kommt mir nicht blöd. Ja? Kommt mir nicht blöd, wer verteidigt, ja, wer das verteidigt, die Scharia verteidigt, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, ja, schlagt ihnen den Kopf ab, die Hände und Füße wechselseitig ab, ja, und kreuzigt sie. Wer das verteidigt, hat ab jetzt mit mir ein Problem. Habt ihr das verstanden? Ja? So. Minderwertigkeitskomplexe, ich zeig dir Minderwertigkeitskomplexe, Alter. Ja? Jeden Tag sterben kleine Kinder, werden vergewaltigt, werden umgebracht, Omas, bliblablub. Ja? Laufen auf der Straße rum und ziehen Gürtel aus und schlagen Juden. Ja? Ja? Was geht ab, Mann? Was ist los mit euch, Mann? Verpisst euch, wo ihr hergekommen seid. Verpisst euch dahin, wo ihr hergekommen seid, ihr Barbaren. Nicht alle Moslems. Nochmal. Ich sag das immer wieder, wer die Scharia verteidigt, ja, wer ein radikaler Moslem ist. Ich rede nicht von diesen moderaten, ignoranten Muslimen, die überhaupt gar keine Ahnung von dem Islam haben. Von denen rede ich hier überhaupt nicht. Ich rede von euch Radikalen, Bastarden. Verpisst euch. Wir werden euch alle abschieben. Habt ihr verstanden? In Spanien geht es auch krass ab. Viel krasser als in Deutschland. Hier reden die genauso, so wie ich rede, reden die Politiker. So wie ich rede, reden die Politiker hier in Spanien. Ihr denkt euch wahrscheinlich, wieso man redet dafür Deutschland. Für Spanien brauche ich gar nicht zu reden. Guckt euch mal Vox an. Ja? Vox heißt die Partei, wie zum Beispiel AfD bei euch, die ungefähr gleich eingestellt sind. Die reden so wie ich. Ja? Total krass. Sagen ganz klar so und so und so und so und so und so. Ja? Naja, Spanien halt, ne? So.
Also, ja, hast du den Islam? Die Leute haben sich kaputt gelacht. Die Leute haben sich kaputt gelacht, dass der Dom, die Kathedrale, ja, die 800 Jahre da stand. 800 Jahre, ja, verbrannt war. Und ich sage euch noch was. Die wurde zur Restauration, also zur Restaurierung gebracht. Und zur Restaurierung haben sie Holz, sehr viel Holz verwendet, anstatt Stahl, ja, also das Gerüst, ja, um die Restaurierung zu machen. So. Weil so eine Kathedrale ist zu 90% aus Stein. So ein Ding kriegst du nicht so einfach verbrannt. Ihr kennt mich ja, dass ich immer so Prognostizierungen mache, Sachen im Voraus sage, Sachen sage, schon mal im Voraus, und die dann meistens eintreffen. Und seltsamerweise checken das die Leute gar nicht. Heute sage ich mal wieder was voraus, dass das Ding eine geplante Sache ist. Ja? Ich habe das schon damals bei 9/11 gesagt, dass das ein False Flag war. Am selben Tag habe ich das gesagt. Ja? Und erst nach Jahren haben die Leute das so, na gut, ja. Und viele Sachen habe ich gesagt. Und ich sage euch, diese Restaurierung wurde ausgenutzt, weil da sehr viel Holz verwendet worden ist um das Gerüst, ja, dass man überhaupt so viel Feuer legen konnte. Also, dass man das Ding überhaupt in Brand, so dermaßen in Brand setzen konnte. Ja. So ein Ding ist aus Stein. Und wie das Ding gefackelt hat, Leute, da braucht man nicht mehr als, ja, da braucht man nicht mehr als 100 IQ zu haben, um zu sehen, dass da eine schwule Ratte in der Politik, ja, wahrscheinlich sogar die mit Schuld war. In 10, 20 Jahren werden wir wieder sehen, wie damals, wenn ich gesagt habe, in 10, 20 Jahren werdet ihr sehen, ja, das waren nicht die Muslime, das waren Muslime in den Flugzeugen, die das gemacht haben. Die Amerikaner haben denen aber geholfen, ja, ein False Flag mit Muslimen zusammen, mit radikalen Moslems zusammen, aber ja, gut, ist egal. Mittlerweile weiß das ja jeder. Und das ist hier genauso, ja. Diese Kirche, dieser Dom zu verbrennen, diese Kathedrale, war gezielt, ja. Denn was hat denn dieser schwule Bastard gesagt? Was hat dieser schwule Bastard gesagt vor kurzem? Vor kurzem, ihr müsst mal eins und eins zusammenzählen können. Aber wenn ihr nicht könnt, dafür ist ja euer Dr. Wickert da. Entschuldigung, diese Arroganz, ja. Eure Religion, nee. LGBT, wie heißt ja, also eure Homosexualität, ja, eure Rechte als Homosexuelle kommen vor euren Rechten als vor den Rechten der Gläubigen. Und auf einmal brennt die Kirche. Ja? Macron, der Präsident, der passt überhaupt nicht auf. Der passt nicht nur auf. Mittendrin statt nur dabei. Versteht ihr das? Und in 10 Jahren werdet ihr sehen, oder in 6 Jahren schon, werdet ihr sehen, wird alles rauskommen. Ja? Und heute sagt man wieder, heute wird man sagen, guck mal, Dr. Wickup, der Spinner. Und in 6 Jahren wird man zurückdenken, oder man, ihr werdet es schon vergessen haben. Ja? Und darum nenne ich mich Dr. Wickup. Ja? Weil ich nicht blöd bin. Ich hör nicht, was andere mir sagen. Ich höre darauf, was andere mir sagen, natürlich. Analysiere und verstehe. Ja? Logik. Bring Logik rein und die Intelligenz. Gucke, was ich selber sehe, und höre nicht einfach nur, was mir einer sagt. Das ist das Problem bei euch Muslimen. Ihr glaubt einfach, was euch eure Eltern gesagt haben. Mein Vater sagt mir, mein Vater ist Ungläubiger. Mein Vater ist ein Ungläubiger. Er glaubt nicht an Gott. Ja? Soll ich jetzt auf meinen Vater hören, weil er mir sagt, es gibt keinen Gott? Ja? Seht ihr? Seht ihr? Menschen sagen immer, ach, du glaubst doch nur an Gott, weil deine Eltern an Gott glauben. Ist überhaupt nicht wahr. Ich bin das beste Beispiel. Ja? Mein Vater glaubt nicht an Gott, ich glaube an Gott. Ich muss mir das alles selber. Ja? Und mein Vater, der will davon nicht mal was hören. Der will davon nicht mal was mitkriegen. Ich habe das Jahre mit ihm, Jahre mit ihm, Jahre, 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 Jahre. Jetzt habe ich jetzt ab und zu mal sage ich ihm, ja, du glaubst ja nicht an Gott, aber wenn du glauben würdest, dann so und so, so. Ein Satz und fertig. Ja, ja? Und ich habe das wirklich Jahre schon mit ihm versucht. Und ich werde es weiterhin mal ein paar Sätze bringen. Ja, du sollst ja nicht aufgeben, gerade bei deinem eigenen Vater. Aber, ja, seht ihr, ja, und bei euch Muslimen ist das Problem, ihr seid so einfach zu manipulieren. So einfach, warum? Weil ihr den Kopf gegen die Wand den ganzen Tag geschlagen bekommt, dann ist es einfach, euch zu manipulieren. Ja, mit Hass, mit Gewalt, ja, man lässt euch gar keine Wahl.
der Ideologie selbst sagt, zweifel nicht, kritisiere nicht. Ja. Die Ideologie selbst erlaubt es dir nicht. Ja, und dann, ne, du bist Roboter in der falschen Software drin. Darum Dr. Wake Up. Du Mongo, also derjenige, der geschrieben hat, das zeugt von Minderwertigkeitskomplexen. Nein, ich schreibe mit Dawkins, ja? Ich schreibe mit Dawkins, ja? Mit Christian Anders, mit Leuten, die Bücher schreiben, ja? Die hohe Evolutionisten sind. Ich habe mit Dawkins, ja? Ich habe den fertig gemacht, den Dawkins. Mach mir eine Live-Debatte mit den Dawkins. Mach mir. Ja, ich mach den fertig mit meinem schlechten Englisch. Ich mach ihn kaputt. Ja, diesen Idiot. Ja, der antwortet mir nicht mal. Wenn ich ihn schreibe, der antwortet mir nicht mal. Ich mach den fertig. Ich hab den ja schon seit Jahren. Ich mach das seit über 10 Jahren. Ja, mache ich ihn, zerstöre ich ihn auf seinen, in jedem seinen Videos. Ja, gut, ist egal. Darum nenne ich mich Dr. Wake Up, weil ich mich sogar mit Menschen traue zu sprechen, ja, wie Dawkins, du kleine Missgeburt, der da geschrieben hat, ich habe Minderwertigkeitskomplex. Würdest du dich trauen, mit Dawkins ihn zu schreiben, ihn einen Brief zu schicken oder sonst was, ihn herauszufordern zu einer Debatte? Ich mag keine Debatten, ja, also mit Muslimen mag ich keine Debatten, weil das würde ja heißen, also wenn ich mich mit einem Geisteskranken debattieren müsste, also ich rede ja nicht, dass alle Moslems geisteskranke sind. Ich rede, wenn ich ein Imam, ja, also, oder beziehungsweise, wenn jemand den Islam genau kennt, ja, wenn jemand den Islam genau kennt und weiß, dass da steht, dass es dir 300 Kinder, oder Jugendliche, Entschuldigung, Teenager, der Islam verspricht dir 300 Teenager, keine Erwachsenen, ja, ist ja auch egal, auch wenn es Erwachsene wären, ja, die nicht bluten im Himmel, dann weiß ich ganz genau, dass der mit mir debattiert. Ja, der den Islam, die Hadithen, ja, den Koran gelesen hat und weiß, dass er das weiß. Mit so einem Menschen soll ich debattieren? Der ist geisteskrank, versteht ihr das? Und wenn ich mit dem Menschen debattiere, wär ich auch geisteskrank. Ich tue mich doch nicht mit einem Geisteskranken debattieren. Das würde heißen, ja, ich habe heute mal Lust zu debattieren und gehe zu einer Psychiatrie, zu einer geschlossenen, ja, und sage, ich mach mir mal heute, ach, auf gut Glück, die Zahl 61. Mal gucken, was heute dran ist. Ja? Und dann gehe ich bringt er mich in eine Tür rein zu einem Typ, ja, der kleine Kinder vergewaltigt hat und denen den Kopf abgeschnitten hat. Ja? Und dann hocke ich da mit dem. Ja? Ich sage nicht, dass das alles, diese Leute das alles getan haben. Aber das sind Leute, die das verteidigen. Habt ihr das kapiert, was ich sage? Dr. Wake up, Dr. Wake up, Dr. Wake up. Habt ihr das kapiert? Also ich müsste da mit jemandem debattieren, der das verteidigt, der eine Ideologie verteidigt, ja, deren Gründer selbst, ja, das Schlimmste auf Erden getan hat, ja. Und hasse ich den Islam? Ja, natürlich hasse ich den Islam. Und jetzt, ihr hasst uns Christen. Allah hasst die Ungläubigen, ja. Liebe Christen, Europa, wacht endlich auf, ja. Ihr müsst aufwachen. Allah hasst die Ungläubigen. Damit sind die Muslime auch gezwungen, uns zu hassen. Wisst ihr, was das heißt? Und ihr lässt die bei uns rein? Nochmal, die die Scharia akzeptieren. Jeder Moslem, der die Scharia ablehnt, hier arbeitet oder auch von mir aus nicht arbeitet, weil er keine Arbeit findet, geliebt und getrost soll er hier sein. Ja? Ich werde mit ihnen, kann mit ihnen Hand in Hand laufen, ist kein Problem. Jeder Einzelne, der die Scharia annimmt und verteidigt, raus und nicht rein. Nicht rein und alle, die drinnen sind, raus. Habt ihr das kapiert? So einfach. So einfach. So, und jetzt pass mal auf. Ja, ich hasse den Islam. Wenn du in Saudi-Arabien mit einer Bibel rumläufst, du Mongo, ja, wenn du in Saudi-Arabien mit einer Bibel rumläufst, darfst du erschossen werden, erhungen werden. Und ihr dürft bei uns mit Koran rumlaufen. Wer hasst hier? Wer hasst hier? Wer hasst hier? Hä? Ihr hasst die Bibel, unsere Ideologie und sogar uns Menschen. Ja, wir hassen nur eure Ideologie. Ja? Wir hassen auch nicht den Mohammed, weil der ist tot. Du kannst keinen Toten hassen, das geht nicht. Du kannst du kannst die Taten eines Menschen, die er begangen hat, zum Beispiel wie Hitler und sowas, kannst du hassen. Ja? Aber du kannst diesen Menschen nicht hassen, er ist tot. Er ist tot. Du kannst keinen Hass an einen Toten machen. Das geht nicht. Ja? Wir glauben das zwar manchmal, aber in Wirklichkeit geht das nicht, ja? Sondern wir hassen, was er getan hat.
Ja, wir hassen auch Mohammed nicht und Allah sowieso nicht. Wir hassen Allah sowieso nicht, weil Allah doch gar nicht für uns existiert. Allah existiert gar nicht für uns. Wie können wir dann Allah hassen? Verstehst du das? Aber ihr wisst, dass Jesus lebt.